Wir haben zwei Referenzkunden, speziell für SAP HANA und Power Systems aktuell. Die erste ist die Technische Universität München. Das war der allererste Kunde, der weltweit mit HANA und Power live ging. Die setzen das mehr für Installationen, wo sie ihren Kunden, weil sie als Service Provider für viele Universitäten zur Verfügung stehen, ihren Universitäten bieten sie diese Lösungen, Installationen als Lösung aus der Cloud an. Und das nächste Beispiel ist ein bekannter Schuhhändler, die Hamreno Group aus dem süddeutschen Bereich. Die haben SAP HANA von der System X Plattform auf HANA und Power migriert, um hier eine Vereinheitlichung der Prozesse der kompletten SAP-Landschaft wieder auf Power Systems zurückzuführen. Hamreno hat relativ früh SAP HANA für SAP BW-Workload eingeführt. Sie haben sich damit versprochen, natürlich besser ihre verschiedenen Filialen, ihre Warenbestände mit der In-Memory-Datenbank von SAP letztendlich überwachen und auch besseres Warehouse-Management machen zu können. Warum haben Sie sich für Power Systems entschieden? Weil wir letztendlich eine Lösung anbieten, die virtualisiert installiert wird, wo der Kunde neben SAP HANA auch die traditionelle SAP-Workload auf einem Server betreiben kann. Wir haben Vorteile, da wir mehr Cache haben, wir haben viel größere Memory-Bandbreite, wir versorgen unsere Rechenkerne mit viel mehr Memory, die Bandbreite ist viel größer, dementsprechend sind die Daten näher an den Rechenkernen und können damit natürlich noch schneller verarbeitet werden. Zudem haben wir bei Hamreno eine Installation gemacht, wo wir von einer Dreitier-SAP-Installation für HANA zurück sind auf eine Zweitier-Installation und damit natürlich auch die Latenz zwischen Applikationsserver und Datenbankserver wieder eliminiert haben. Wir haben die schnellste CPU am Markt. Wir brauchen deutlich weniger Cores wie eine x86-Appliance. Wir haben bessere Memory-Bandbreiten. Wir haben mehr Caches, wo wir die Cores versorgen. Wir haben zusätzlich noch eine Koexistenz von verschiedenen Betriebssystemderivaten in einem Server. Das heißt, wir können parallel AX, i5OS und Linux-Workload, wie zum Beispiel unter was SAP HANA läuft, auf einem Server letztendlich parallel installieren. Und damit sind wir, glaube ich, für viele Kunden sehr, sehr attraktiv, um wirklich auch die Transition von SAP zu SAP HANA letztendlich voranzutreiben.